So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, wir gehen jetzt noch kurz eine Heist machen und dann machen wir weiter in Akt 9. Wir sind ja bald fertig mit der Kampagne. Es gibt noch einen 10. Akt und danach ja, können wir Maps machen. Und ich freue mich riesig. Also Maps sind natürlich immer der extra Content, der jetzt keine Story oder so hat. Oh, ja, schon Story, aber natürlich über Bosse und so Sachen. Und, ja, macht einfach Spaß, so ein bisschen zu erkunden, Items zu farmen, so was in der Kampagne jetzt nicht immer so gut rüberkommt. Ja, es ist eine Kampagne natürlich ein bisschen schneller, aber dafür auch sehr viel langweiliger. Naja. Ich mag die Kampagne irgendwie in Path of Exile überhaupt nicht. Keine Ahnung. Liegt einfach daran, dass ich halt einfach die Maps so liebe. Also der Content, der ist ab Akt 10, also nach dem 10. Akt, eigentlich mega gut. Aber alles davor, ich weiß nicht. Ja, genau. Ich hab's Fallen am Boden gehabt. Wäre fast doch gestorben. Man merkt's ja, die Map ist ja jetzt von jetzt, also von diesem Level ungefähr. Und deshalb ist es natürlich schon viel schwerer. Ich muss mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Das muss ich öfters sagen. Ja. Ich habe es gar nicht gesehen, dass diese Falle bewacht war. Ja, doch. Und die so langsam braucht. In einem Heist sollte man ja auch schnell sein. Ich weiß nicht, was die Entwickler da unbedingt wollen. Naja. Weiß jetzt gar nicht, welchen Druckknopf. Oh, genau. Da oben muss ich nochmal hin. Ja, genau. Genau. Ein One-Hit war, also innerhalb von 3 Sekunden mehrere starke Hits. Ja, sicher. Okay, da muss man noch warten. Das ist jetzt noch heftiger schwerer, als ich gedacht habe. Okay, ich versuche es nochmal. Weil bei diesen Hauptmissionen hat man eine zweite Chance. Und das war ja, also da konnte ich ja gar nichts drücken mehr. Nicht mal einen Heiltrank. Schon heftig. Ja, eben. Also diese Liga ist One-Hit-Wunderliga. Die nennt man One-Hit-Wunderliga. Entwickler spinnt völlig mit dem Spike-Damage, also mit dem höchsten Schaden. Einfach völlig über. Ja. Überhoben. Ja, und jetzt sind alle tot. Manchmal verstehe ich den Entwickler überhaupt nicht. Ist er Tencent, Grinding Gear Games? Tencent ist bekannt für seine schlechten Spiele. Sehr schlechten Spiele. Also europäisch. Nee. Also Tencent hat eigentlich fast, weiß nicht, also über 70 bis 80% wahrscheinlich Anteil nur in China. Und die machen natürlich viele Spiele dann auch international und dann sind sie für uns Europäer natürlich viel zu schlecht. Ist einfach sozusagen, ja, im Kern halt einfach nur Grinding-Spiele. Aber Path of Exile geht noch sehr gut. Ist nicht nur Grinding. Also im Endgame dann schon wirkliches Grinding. Aber das macht auch sehr viel Spaß, weil man dann wieder etwas Gutes findet, weil man es jetzt noch nicht hat und so. Das macht immer wieder sehr viel Spaß. Also Grinding, das Spaß macht. Deshalb würde ich sonst ja nicht, ja, spielen. Und ich spiele es trotzdem jede Liga. Also das macht natürlich schon sehr viel Spaß. Ja, ich habe jetzt gemerkt, dass in letzter Zeit ein paar Videos manchmal Probleme hatten. Ich habe jetzt einfach mal die Bitrate runtergestellt. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Da kann jemand gerne ein bisschen helfen. Aber das macht nur YouTube. In meinen Videos. Auf dem Kanal. Auf dem Desktop laggt es nicht. Also entweder ist es YouTube oder es ist halt einfach
Sag nicht, was es sonst noch sein kann. Es muss YouTube sein. Und ich weiß nicht, was ich jetzt eigentlich machen tue. Ich habe jetzt auch die Bitrate noch mal so ein bisschen runtergestellt. Ist immer noch natürlich fantastisch. Aber ich weiß jetzt nicht. Und wenn euch auffällt, das Video ist doch nicht mehr so schön, wie ihr wollt, einfach schreiben. Gell? Ich nehme für die Community natürlich alles gerne an, was wirklich gewollt wird. Ich muss aber schauen, dass es nicht anderen dann wirklich auch missfällt, also schlecht finden. Ja, weil momentan schauen halt nicht mehr so viele zu. Ich weiß es nicht, mir fehlt halt einfach die Werbung, die mich berühmter macht. Und ich will es ja nicht. Und ich will euch auch nicht zwingen. Liked bitte die Videos, schaut sie länger oder abonniert meinen Kanal. Es ist nichts, was ich machen möchte. Aber nur eben, ich brauche halt Hilfe, andere Leistungen. Let's Play brauchen nicht unbedingt so viel Hilfe wie ich. Ich bin halt schwer, schwer krank. Und habe halt auch relativ viele Probleme, weil ich natürlich sehr viel anders machen muss. Also können die Videos auch nicht so hochwertig sein. Und ja, da brauche ich einfach Feedback am besten. Was könnte besser sein? Wie geht's besser? Vielleicht auch. Ja. Brauche ich nicht. Okay, wir haben es geschafft. Ja, es ist nur regenerieren. Ne, es ist nicht hier. 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 Umbenennen in, ist nicht Abyss. Abgrund ist es. So, jetzt haben wir das auch. Und jetzt gehen wir weiter in der Kampagne Akt 9. Genau. Asteri-Wüste. Sehr gut. Jo, ich freue mich schon in ein paar Parts. Wahrscheinlich noch zwei oder so. Dann auf Akt 10. Und dann die Maps. Also Maps werden natürlich schon ziemlich auch schnell gehen anfangs, bis man dann auch ja, mehr findet. Dann können wir wahrscheinlich auch 2-3 Maps proben. Ja, ich denke schon am Anfang 2 neue Maps bringen pro Part. Und ja, im Endgame natürlich ganz schnell. Ich denke, der Bild ist schon sehr schnell. Also, ja, das Platzieren von Totems kann ein bisschen länger gehen, aber so ich sehe, wie die Totems schnell platziert werden, ist das nicht langsam, das ist schnell. Also, ihr werdet sehen, ich kann jetzt noch Attack Speed, also Zauber Speed holen. Aber, ja, sonst muss ich sie über die Items oder so machen. Will ja sein. Also viel, viel schneller wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Werden wir nochmal sehen. Also hier gehen wir dann gleich hin. Also der Schaden, der wird natürlich stark wachsen. Aber ob jetzt die Bälle, also die Bälle müssen bald dann langsamer werden. Und dann wird wahrscheinlich der Killspeed ein bisschen schneller, also der Schaden pro Einheit pro Ball. Ja, genau. Ja, vor allem habe ich ja natürlich dieses Asthma, allergisches Asthma, was mich ein bisschen manchmal, ja, die Zuschauer schauen dann plötzlich einfach nicht mehr das Video weiter oder so, weil es manchmal einfach Räusper gibt und so, keine Ahnung, aber mich stört zum Beispiel, wenn jemand räuspert oder eben kurz hustet, überhaupt nicht. Ich mag es sogar irgendwie. Ich kann nicht verstehen, dass so viele Menschen, weil einer mal ein bisschen hustet oder so, gleich mal wieder wegschaltet. Er schaltet ja keine Nachrichten. Also das sollte ihm eigentlich gar nicht stören. Wie es bei euch ist, weiß ich ja nicht. Aber ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, dass ihr hört, dass ihr überhaupt hört. Ja. Aber es ist natürlich schon ziemlich nervig, wenn man einfach gerne redet und man hat die ganze Zeit Asthma.
Ja, und gut. Jetzt habe ich natürlich auch wieder Asthma wegen Essen, wegen Zwiebeln, wo ich auch allergisch bin. Wieso muss in jedem Essen Zwiebeln drin sein? Ich habe dann immer also wirklich zu geschlossener Hals voller, ja, Schleim, oder? Und mein Vater tut auch Erdnüsschen essen, obwohl ich über die Luft allergisch bin. Sollte er auch nie machen, aber er macht es trotzdem. Deshalb will ich auch alleine wohnen. Die Leute können einfach nicht auf die anderen mehr hören. Die anderen sind einfach etwas egal. Und da leide ich darunter. Mann, ich habe doch tausendmal gesagt, die sollten, die unten drunter wohnen, sollten nicht so heizen. Was machen sie? Ja, es sind alte Menschen, die frieren den ganzen Tag. Ich darf nichts machen. Aber ich schwitze wie eine Sau, Gott, oh Gott. Ich bin jetzt schon wieder am Schwei, also, ja, am Tröpfeln unter den Achseln. Das ist ja unglaublich, wie heiß das einfach ist. Ja gut, am letzten Platz ist natürlich der Post, der die der Kalender hat, genau nicht die Kalender, der Kalender. Es ist einfach wahnsinnig. Wie oft muss ich denn noch schwitzen? Hey, jetzt muss ich wahrscheinlich mein PLC auch noch wieder ändern, damit keine Kühlung drinnen ist, nur Wasserkühlung. Ich kann halt einfach keine Lüfte auch aushalten. Wegen dem schweren Lärm, der Lüfter macht jetzt. Passive Access hat so schlecht optimiert. Der Lüfter ist immer auf Hochtouren, weil die CPU halt einfach sehr einseitig benutzt wird und nur einkehren. Und das ist Wahnsinn. So. Ich weiß nicht, ob ich nächste Liga noch weiterspiele. Ich weiß es nicht. Ich werde die Liga sicher noch sehr weit machen, also fertig machen. Aber nächste Liga mit diesem Lärm, nee, ich habe irgendwie keinen Bock. Jetzt ist doch der alte PC schon so mega laut geworden durch Path of Exile, also wenn ich Path of Exile gespielt habe. Jetzt muss natürlich dieser neue PC auch noch so einen lauten Lüfter haben. Das ist Wahnsinn. Die haben geschrieben, es ist kein Lüfter, kein Ventilator drin, also Ding. Ja, Lüfter mit ja, Luftkühler. Also, da haben sie also gelogen. Da muss ich ob das Geschäft anrufen. Ich mache dann mal mega Kritik für die. Ja, ist extremst. Bitte mal so Elektronik-Shops mal negativ bewerten. Das ist ja Wahnsinn. Wie die schlecht eigentlich alles machen. Ja, ich habe ja bei Saturn den PC, den letzten PC bestellt. Und der ging einfach 2 Jahre später, ging er wieder weg von Basel. Wieder nur in Deutschland. Oder Österreich, glaube ich, auch noch. Ich weiß gar nicht, ob es dort Saturn gibt. Aber sie kam kurz in die Schweiz und ging sofort wieder weg. Ich durfte nichts mehr, ja, schreiben denn. Oder ja. Das ist schlimm. Ja gut, das kann man als Nutzer eigentlich auch machen. Man kauft irgendwas und ist dann mega enttäuscht. Würden die auch alles kostenlos anbieten, wie zum Beispiel wie Livestream und Let's Player. Ja, dann hätte ich nichts dagegen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder so. Aber nein, der Verbraucher ist immer das Arschloch. Ich bin enttäuscht, wirklich enttäuscht von jedem Shop, Elektronik-Shop. Ist schlimm. Also erzählt mir mal von einem guten Elektronik-Shop. Ich kenne nur schlechte. Teufel war auch wieder das Problem, dass sie einfach den falschen Dienst nehmen, Transportdienst, und die das einfach nicht vor die Tür liefern, sondern einfach unten hinstellen. Ist wahrscheinlich, wie lange es geht, vom sechsten Stockwerk runter ins Erdgeschoss gehen und alles, wenn man keine Fernsprechanlage hat und so. Ist extrem lange. Und da kann man als Postbote kann man da noch warten. Ich weiß, dass Postboten immer zick, zack, zock müssen, aber das ist nicht mein Problem, das sind anderen ihr Problem.
Und wenn man das dann das Paket nicht abholen kann, irgendwo bei einer Dienststelle, dann ist das alles unter jeder Sau. Ich erwarte meine Sachen, die ich kaufe. Innerhalb von 3 Tagen oder so erwarte ich die. Dann ging es über 12 Tagen. Schlimm, schlimm, schlimm. Und das nur wegen Corona und anderen Sachen. Naja. Ja, ich muss dieses Teil noch machen. Challenge. Also, wir sind hier fertig. Das haben wir als letztes. Es geht. Zauberschwindigkeit haben wir auch schon. Okay. Genau hier oben geht es weiter. Wie komme ich sonst noch an Zaubergeschwindigkeit? Ich muss die zwei noch nehmen. Dankeschön. Ah, eben diese Golems, die haben sie mega reich werden. Also, die müssen wir nicht machen, die zwei. Hier, die müssen wir noch machen. Erkenn Search. Keine Woge. Kriegen wir jetzt noch nicht. Ja. Also dann hier. Wir brauchen noch mal Zauberblockchance auf dem Schild. Ja. Okay, die sind relativ schnell da gewesen. So, ah, oh, das sind die. Oh, die sieht man so kaum. Ja, danke. Hallo. Ja, jetzt gehst du rüber. Ich habe gerade geschaut, ob ich einen Charge habe. Aber ich habe einen Charge, glaube ich, gehabt. Nur die Reichweite war nicht so groß und ich wusste nicht, dass es rechts herum geht. Ja. Ich weiß auch nicht mal, wo es durchgeht. Ich sehe nichts. Es ist viel zu dunkel. Ja, es ist auch ein bisschen zu weit weg, stimmt. Das ist der Hauptgrund. Ja, so schnell wollte ich eigentlich nicht durchs Portal, aber da war nichts. Das Portal ist einfach bei mir aufgegangen. Das könnte ja auch irgendwo ein bisschen weiter weg als beim Redepult sein oder was ist das, ein Lesepult. Oder ja, Steintafel, irgendwas. Ist jetzt gerade nicht so gut. Ja. Ich bin eben einer, der eigentlich ja nicht unbedingt so viel Negatives möchte reden. Aber wenn Spiele halt so richtig manchmal nerven, bin ich auch so derjenige, der auch das sagt, also das auch eigentlich nennen möchte. Aber ihr kennt ja wahrscheinlich die mega guten Sachen in Mass Effect. Also eben zum Beispiel die geile Action. Die vielen Content-Sachen muss ich euch nicht erzählen. Die vielen Skill-Möglichkeiten, der große Talent-Screen, also der massive Baum und unterschiedlichen Gegnern. Ja, auch die relativ schöne Grafik. Es hat eben 2,5D einigermaßen, also man sieht etwas nie von unten oder so. Aber das ist mir irgendwie Schnuppe. Also ich bin keiner, der sagt, die Grafik ist nicht schön, die Grafik tut, die müsste viel schöner sein oder so. Sondern mir geht es ums Spiel, um den Spielspaß, um die Story und so Sachen. Hat halt eben Perspex ja nicht so gut. Also ich finde schon cool, wie so der Rape und so kommt. Das ist ja keine Story, das ist ja eher so ein bisschen Content einfach. Ein Grund ist da, mehr nicht. Und ja, alle wollen irgendwas töten oder kaputt machen. Das ist ja wirklich nichts, was mir jetzt wirklich. So, ja, verpflichtend ist, dass man wirklich die Story lesen muss. Ne. Ich meine, in jedem Game, das erste Mal lese ich's. Langsam. Das zweite Mal lese ich schon nicht mehr. Und jetzt bin ich schon 1000 Mal hier durchgelaufen. Ich tue jetzt nicht mehr
zum Beispiel hier das unten lesen oder jetzt zum Beispiel der Sinn sagt. Ich lese das einfach gar nicht mehr. Ja, vielleicht, wenn es mich wieder mal wundernimmt, aber nicht in einem Let's Play, wo ich ein bisschen boarden muss. Also, das ist eben die Liga. Wir spielen in der Liga, also müssen wir auch ein bisschen sporten. Wir brauchen High-Level-Content und nicht so Low-Level-Content. Ja, so Level 60 bin jetzt wahrscheinlich so, das bin ich gewesen. 86, wahrscheinlich bin ich jetzt Level 70, oder? 71er sogar schon, wow. Aber dennoch ist es wirklich noch Low-End Gameplay. Also jetzt sind sicher so 30 Level eigentlich schon sehr Endgame, aber ja, Endgame ist dann ab Level 90. Also ein richtiges Endgame ist ab Level 90. Also das ist alles noch viel zu leicht, viel zu ja, wenig effizient und so. So. Ja gut. Da kommen noch ein paar Gegner. Man braucht einfach sehr lange in diesem Spiel. Das ist ein bisschen nervig. So. Ich bin ein bisschen gelangweilt, einfach nur nochmal sie durchzugehen. Weil ich schon hunderte Male schon gemacht habe in der Liga. Und deshalb ist es einfach ein bisschen komisch. Für mich, dass ich jetzt immer noch erst merkt 9 bin von 10 und noch keine Map gemacht habe, außer Malikaros. Und ja, ist ja gehört nicht zum Atlas. Das ist nicht eine richtige Map. Malikaros-Reich. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir da nicht in den Nahkampf geraten. Es ist noch nicht daran. Dauert noch einmal. Ja, Totemlegen ist manchmal ein bisschen nervig gegen die Donald Spritz. Aber ich finde irgendwie wirklich gut, wie sie die Totemsums gesetzt haben. Die waren früher immer viel zu langsam und konnte immer nur einen Totem platzieren und so weiter. Und dann kamen mal multiple Totems und es war dann wieder zu stark. Ja, wir haben das nie so richtig hingekriegt zu fixen, dass es anständig läuft. Gott, ist der schnell. So, endlich gestorben. Schnell und zäh ist eine schlechte Kombination. Vor allem im Nahkampf ist er mega stark. Also, musste eher ausweichen. Aber die Totems sind ja gut. Die müssen nicht ausweichen. Solange sie nicht mega starke Bosse sind, müssen die nicht ausweichen. Sehr gut. Ja, dann gehen wir noch die eine Göttin siegen. Abaraf oder so heißt sie. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Okay, da haben wir den nächsten Raum. Der nächste heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Nevali oder so. Nevala. Nein, es ist Abaraf, oder? Könnte alles sein. Ich merke mir die Namen nicht, wenn es nicht lese. Also wenn ich nicht interessiert lese. Ja, deshalb tue ich auch nie Geschichten lesen oder Bücher lesen. Weil ich kann es mir meistens einfach nicht so merken, was wer ist und warum. Lieber etwas Optisches, also lieber Filme oder Games. Das liegt einfach an meiner Hochbegabung. Man hat einfach viel zu viel im Kopf.
Konzentration ist meistens nicht so gut und dadurch ist man zwar intelligenter, aber kann vieles halt nicht mehr. Und das ist nicht das Gedächtnis. Das Gedächtnis habe ich mega gut. Mein Gedächtnis ist fotografisch, also das heißt, ich verlerne nichts, was ich im Kopf habe. So. Aber da ich viele Sachen. Ja. Ah, genau, das sind zwei, stimmt. Also ich dachte schon, ich hätte sie besiegt und habe sie gesucht und dann ist sie aufgetaucht. Ja, jetzt, okay. So. Okay, jetzt müssen wir auswählen, welches. Kagarukan heißt sie. Dann ist es. Abarath ist ein anderes. Ah, das ist das, der Ding. Ja. Rishlata hätte ich noch gedacht, aber das ist das. Das ist der Käfer und das ist der Ziegenbock. Genau, okay. Ja. Genau, die Namen echt. Nicht so gut, weil ich halt nie durchgehend im Spiel immer die große Pausen mache. Ich tue es immer ihm geben, weil er sozusagen einfach auch blind ist und nicht gerade so mega erfolgsorientiert. Also sie ist halt mega geizig, selbstsüchtig. Ja. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hätte wieder ein bisschen, ja, so ein bisschen negativ geredet über das Spiel, ist klar. Das Spiel wird sowas extrem böse angeschaut, weil die Entwickler einfach immer wieder etwas Falsches entwickeln. Ja, eben durch diese One-Hit-Gegner und so. So fest gebufft, die Gegner. Ist natürlich schon ein bisschen nervig. Also man merkt, wie viel schwerer das Spiel ist. Gut, aber im nächsten Part können wir dann trotzdem den Akt 9 Boss besiegen und Akt 10 mal anschauen. Bis dann. Tschüss.